So, Rico, trink mal noch weiße Zeug in den. Was? Was wir heute trinken. Bier, Bitburger. Bitte ein Bit. Genau, da hast du vollkommen recht. Bitburger heute. Ach, nachdem die Fans gesagt haben, wir sollen endlich Pilsner trinken, weil wir können auch halt nichts anderes. Tja, das ist wohl wahr. Vollendeter, hopfenbetonter Pilzgenuss, einzigartigen Geschmack. Bitburger Premium-Pilz. Das meistgezapfte Premium-Pilz an deutschen Theken. Geschmack vollendeter, hopfenbetonter Pilzgenuss kombiniert mit Leichtigkeit und Eleganz. Dazu ein kristallklares, sonniges Strohgelb und ein anhaltender, feinporiger Schaum. Alter! Nur aus besten Rohstoffen nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, überzeugt unser Bitburger Premium-Pilz nicht ohne Grund als das meistgezapfte Bier an deutschen Theken. Sein fassfrischer Geschmack macht unser Premium-Bier so beliebt. Alter Schwede, die hauen richtig, wa? Die klopfen ganz schön an, Junge. Ja, 1817, der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Im Jahr 1817 gründet Johann Peter Wallenborn in Bitburg in der Eifel eine Brauerei. Und wir dürfen dieses frische Bier genießen. Ja? Genau, das war auch erst der Anfang der Geschichte, was Rico da gerade vorgelesen hat. Den Rest gibt es alle auf der Webseite zu sehen. Die ist übrigens auch sehr gut gemacht, also sieht wunderbar aus. Und da kann man sich die ganze Geschichte auch nochmal anklicken. Hier unter dem Video in der Beschreibung einfach anklicken, den Link, und dann seid ihr auch schon auf der Website. Könnt ihr euch halt angucken. Also mir gefällt's, ne? Ach, das Aussehen jetzt, ja. Genau. Also sieht sehr gut aus. Schön stimmt. Elegant geschwungen, schön, also schön. Ja. So, liegt sehr gut in der Hand. Durch die Form. Ja. Nein. Also das ist wirklich Augensucht und Augen. Sehr schön. Ich weiß auch mal hinten hier. Also warum trinke ich eigentlich Kind? Nein, mal sehen. Ich werde mal gucken. Vielleicht. Na, weil du dir das nicht leisten kannst. Weil du so ein Bier hast du oder trinkst. Ey. Hier, ich hab einen. Hast du Rüder schon seit 2 Wochen nicht mehr. Was steht hier? Ja, abstinent, wa? Ja, Dithmarscher steht hier. Ja, ist und gut. Und Mönchshof. Kipp mal einen. Mache 0,0 Sieg da. Naja, das ist ja wohl die Ölwachsiste. Das sind nicht mehr leider. Ich trinke auch gerne einen Pilz. Oh, warte mal. Aber sieht sehr gut aus. Sehr schön. Sprudelt ohne Nolle ein bisschen sprudelt das. Prost, Betrüger. Prost. Mit vor. Riecht wirklich gut, ne? Also das ist ein lecker Bierchen, wa? Ja, ja, schmeckt schon. Also hätte ich auf jeden Fall Bock, also das ist wirklich ein Bier, was ich auch immer mal wieder trinken würde. Ja. Dagegen stinkt, muss ich ganz ehrlich sagen, auf der Tasse über den Schnapp. Ach, das ist ja total verrückt. Also 13 auf jeden Fall. Ich schwanke aber immer noch. Also meine Idee waren zwischen 12 und 14 habe ich schwankig. Ja, 13, Tatsache war. Ja. Sehr verrückt. Schwankig. Schnankig. Ja. Ja? Ja. Oh, das ist schwer, wa? Na 13 halt. Ja. Naja. Holla die Waldfee. Alter Verwalter. Oh, yes. Bald. Damit ist es aber so was von weit oben. Vor, also. Gold. Ein hervorragendes Bier von ritterlicher Qualität. Bewahre es gut und schütze es vor gierigen Dieben, welchen es nach diesem hervorragenden Hopfentrank dürstet. Danach trinken wir ein alkoholfreies Vitaminbier. Ich habe auch nur eine Flasche Bitburger gekauft. Also das ist ja wie Zuckerbrot und Peitsche, Alter. Kriegst ja, jetzt eh nichts. Ja. Hier, Joybräu, Vitaminbier von Joybräu, alkoholfrei. Das gibt es als nächstes. Also unbedingt wieder einschalten.
wenn wir hier mal was Gesundes vorstellen. Wenn es wieder heißt, alkoholfrei, seid dabei. Trink erstmal noch mein Bier. Unbedingt abonnieren, Leute. Ja, liken, teilen. Und schöne Grüße an der Bitburger Brauerei. Ja. Hervorragend. Sehr, sehr, sehr schön. Ja.